R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Mit dabei ist heute der liebe Tobi. Was geht? Hallihallo. Tobi? Alles in Ordnung bei dir? Alles gut bei mir. Sehr schön. Tobi, du möchtest mir was zeigen. Du hast irgendwas vorbereitet, habe ich gehört. Wir haben ja gestern schon in der Folge gesagt, dass wir uns heute um ein Schlachtschiff kümmern möchten. Warum ist Moritis eigentlich hier? Ich verstehe das nicht. Egal, ich gehe zu Fuß. Warte, wo muss ich lang, Tobi? Wo bist du? Oh, ich bin hier unten. Okay, du weißt noch, wo meine Werkstatt war. Da in der Nähe habe ich was Schönes aufgebaut. Okay, was hast du vorbereitet? Ich bin gespannt. Du willst jetzt mit mir ein Schlachtschiff bauen, Tobi. Bist du dir sicher? Genau. Ja, ich bin mir auf jeden Fall sicher und ich bin mir hoffentlich sicher, dass es funktioniert. Ja, gut, Leute, weil ihr habt ja vielleicht schon mit der Zeppelin mitbekommen, dass da das ein oder andere Problem immer wieder gab mit diesen ganzen Geschichten. Denn es ist immer wieder schwierig gewesen, die Dinger in die Luft zu bekommen und vor allem da auch sicher auszusteigen. Nicht wahr, lieber Tobias? Aber ich denke mal, dass das jetzt bei diesen Schiffen nicht der Fall sein wird. Zumindest hoffe ich das einfach mal an dieser Stelle. Hier Tobi, ist noch eine. Tobi. Bitte auf, hör auf, bitte auf. Hallo. Tobi, alles gut, ich hab das unter Kontrolle. Die züchte ich hier. Ja, okay, was ist das? Ja, du bist ja außer bei diesen. Diese Dinger von Gaia sind immer noch nicht ganz weg, ne? Ja, ich weiß nicht, aber. Also hier habe ich sie ein bisschen entfernt, aber die sind hier immer noch. Guck mal, die wachsen sogar hier in meine kleine Plattform rein. Was zum Teufel, okay. Ja, gut, auf jeden Fall. Ich habe hier einen kleinen Weg zum Wasser gebaut. Was ist das hier, Tobi? Was ist das hier? Wo bist du? Das ist tatsächlich ein Luftschiff, was abgestürzt ist. Deswegen, da muss ich den Ballon neu aufbauen. Okay. Aber was hast du hier vorne? Ist eine lange Geschichte. Gut, lange Geschichte. Erzähl mir, was machst du? Pass auf, du siehst ja, ist ein kleines Gestell auf Wasser, ja? Naja, du weißt ja, wir hatten schon mal die kleinen Boote und das habe ich jetzt in groß. Oder ich habe vor, ein groß zu machen. Okay, natürlich. Und wo haben wir Baumaterial? Pass auf, natürlich, ich habe an alles gedacht. Guck hier in der Kiste, in der mittleren Kiste hier. Da ist so gut wie alles drin. Oha. Ich habe alles gesammelt. Nicht schlecht, Herr. Wenn wir noch was brauchen, habe ich noch was in meiner Werkstatt. Aber Stilblöcke, meinst du nicht, dass sie zu schwer sind vielleicht, um das Ganze zu tragen? Naja, im Wasser ist es eigentlich nichts zu schwer, wenn du die Form von dem Boot anguckst, meine ich. Das stimmt schon. Warte mal, pass auf, ich packe mal ganz kurz meinen Müll hier in die Kiste. Dann die Form ist das Wichtige auf jeden Fall. Ich verstehe das. Lass uns doch jetzt einfach mal, pass mal auf, warte mal, gibt es vielleicht die Möglichkeit, kann man vielleicht aus Stil? Nee, kann man nicht, aber ich hab eine ungefähre Idee, warte mal, okay? Ja. Pass mal auf, ich würde sagen... Wir gehen erstmal hin und ich brauche ein paar Half-Slabs, so pass mal auf. Ich würde jetzt einfach mal großes Boot. Das wird natürlich jetzt schwierig, weil wir sowas bis jetzt noch nicht gehabt haben, ne? Aber ich glaube. Naja, du kannst dich ums Design kümmern. Ich werde dir auf jeden Fall helfen und unter die Arme greifen. Mhm. Aber ich bin dann eher für das zuständig, dass das Ding fährt und dass wir es schön ins Wasser lassen, ohne dass es kaputt geht. Warte mal, pass mal auf. Was hältst du denn davon, wenn wir hier zum Beispiel schon mal das Heck bauen? Wenn wir jetzt schon mal das Heck dran machen. Ja. Und das sieht ungefähr so aus. Schau mal, dann müssten wir, wenn wir das Ganze richtig berechnen, das Ganze muss ja aufwassern, ne? Das muss ja vernünftig im Wasser sein. Das ist richtig, ja. Und das Ganze halt quasi so haben, weißt du? Dass wir dann halt hier schon so, ja. Haben. Das du kannst ein Gestell in der Mitte abbauen, wenn du willst, weil. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, dass wir das haben. Ich glaube, das kann man ganz gut benutzen. Warte mal. Naja, gut, stimmt. Hier voll. Schau mal hier so. Siehst du, was ich meine? Wenn man jetzt. Hast du vielleicht noch ein paar von diesen hast du vielleicht noch ein paar von den Treppen? Ich kann ein paar Tipps machen, tatsächlich. Das wäre ganz gut, pass mal aus. So, aber hier Moment. So. Ich glaube, die Frage ist halt, wollen wir es, ich meine, aus Stahl macht schon mehr Sinn, weil es dann einfach mehr hält, ne? Ja, das ist wichtig. Also, ich meine, das Wichtige ist auch, wenn wir mit dem Schiff irgendwo anfahren, dann, naja, deswegen der Stahlrumpf wahrscheinlich. Weil sonst könnte es aufreißen. Bist du dir sicher, dass das auch hält und alles und dass das auch ein vernünftiges Baumaterial ist? Ich meine, du bist also ja der vernünftig. Profi, Tobi, an dieser Stelle. Ne? Ich verlasse mich jetzt hier vollkommen auf dich. Wie viele von meinen Erfindungen haben bisher funktioniert? Das ist das Problem. Nicht so viele, leider. Ne? Also, Es wird funktionieren. Ja, genau. So, okay, wir fangen jetzt, guck mal, Zweifel dürfen wir auf jeden Fall nicht, weil sonst trauen wir uns gar nicht. Wie viel Tiefgang hast du denn hier geplant bei dem Schiff? Ich meine, das ist ja auch so ungefähr, wie du es hast, denke ich, sollte es reichen. Okay. Pass auf, Tobi, wie stellt sich das denn genau vor? Kannst du mir mal ganz kurz vielleicht an einem kleinen Exempel zeigen, wie das dann aussehen soll, wenn das Ding dann schwimmt? Weil ich kann mir gerade. Soll ich einmal was Kleines hier hinmachen, oder? Ja, ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, wie das dann aussehen soll, wenn das fertig ist, Tobi. Es tut mir leid. Okay, ja. Es ist natürlich logisch, ist was Neues. Pass auf. Ich werde mal hier ganz kurz noch Treppen machen, dass ich dir ein kleines Schiffchen hier aufbauen kann. Guck mal, das Holz verdrängt das Wasser. Ja, und das Wasser kann nicht weiter verdrängt werden. Und deswegen sind wir auf dem Wasser. Und deswegen können wir uns auch bewegen. Und das Gute ist, wie bei den Zeppelin, wenn ich das jetzt hier parke, guck mal, wir landen hier wieder drauf. Wir fallen hier nicht runter. Es ist alles gut. Nun gut, wenn. Ja, ich glaube, das hat irgendwo Zukunft, Tobi. Ich glaube, das könnte vielleicht sogar was werden, was vielleicht diesmal nicht in die Hose geht. Wer weiß das schon. Wir sind halt in dem Sinne dann nur auf dem Wasser mobil. Aber ich denke, auch im Wasser. Aber das sollte ja reichen, oder? Ich meine, darum geht es ja. Wir wollten ja ein Schlachtschiff bauen, aus dem Grund, weil wir die Möglichkeit haben möchten, eventuell auch zu Wasser mal anzugreifen, oder?
Das war doch die Edition. Das stimmt, ja, das stimmt. Und vor allem können wir auch Geschütze drauf machen, größere Geschütze drauf machen, die wir eben dann. Stell dir das vor, natürlich, klar, wir können riesige Geschütze hier drauf machen, Tobi. Ich muss bloß gucken, weil wenn wir hier mit unteren Blöcken hier uns verbunden haben, du weißt, dann könnten wir theoretisch. Also, achso, ja, klar. Ich entferne es mal hier unten. Weil sonst nehmen wir die mit und das wäre jetzt nicht so praktisch für uns. Kannst du schon mal unten das alles zubauen, das unten dicht ist? Ich glaube, es ist ganz gut auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit haben, das hier so im Wasser alles schon mal anzurichten. Ja. Dass das hier im Wasser schon so weit steht. Ja, ich glaube, Tobi, das Ding hat Zukunft. Also ich meine, wenn das jetzt so funktioniert wie bei dem kleinen Teil, das sollten wir auf jeden Fall in der Folge noch fertig bekommen. Dann ja. stell dir mal vor, Tobi, wir beherrschen die Meere. Das ist was komplett Neues für uns. Ich meine, allein die Vorstellung, dass wir jetzt mit mehreren Leuten gleichzeitig die Meere besegeln können. Vor allem ist es viel sicherer auch. Wir sollten auf Expeditionskurs gehen. Was sagst du dazu, Tobi? Wir sollten neue Dinge entdecken. Was Neues entdecken? Wir sollten neue Sachen entdecken. Ist eine gute Idee. Auf der anderen Seite, ich habe ein bisschen Bedenken mit der Stadt, weißt du, mit der Mafia und sowas. Das ist alles gerade. Naja, wir haben viele Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Ja, auf jeden Fall, eben. Deshalb können wir uns das gerade erlauben. Das ist halt die andere Frage, weißt du? Ich meine, wir müssen aber auch irgendwann mal vorankommen, weißt du? Das hilft nicht, wenn wir die ganze Zeit um Gottes Willen, das meine ich nicht, aber ich mache mir halt einfach Sorgen um die Stadt an sich, weißt du? Ja, das stimmt. Und deshalb wird auf jeden Fall keine leichte Entscheidung werden, aber okay. Das sieht aber auf jeden Fall schon mal ganz gut aus, meiner Meinung nach. Entfernen schon mal die Stützen hier leicht, denn das Schiff, der Rumpf, der schwimmt ja schon quasi hier drin. Das stimmt, das hat auf jeden Fall genug Auftrieb, wie ich gerade sehe, ne? Du siehst, ich habe die Stützen weggebaut und es ist ja schon quasi hier drin. Wie groß, weißt du denn, ich meine, wie groß kann man so etwas bauen, Tobi? Wie groß lässt sich so etwas anrichten? Vor allen Dingen, möchtest du es wieder mit den Generatoren betreiben, den Dampfturbinen, hatte ich schon mal überlegt, dass die eben in den Rumpf ein bisschen Überdruck machen, dass wir da schneller unterwegs sein könnten. Kannst du vielleicht schon mal hier die Stufen hinsetzen, das wäre ganz hilfreich tatsächlich. Ja, Moment, ich baue gerade noch die letzte Stütze weg. So. Platz haben wir hier auf jeden Fall, dann können wir hier theoretisch quasi die Kapitänskajüte oder das Steuerpanel einbauen. Das genau. Die Frage. Und dann machen wir vorne einfach ein offenes Verdeck, was quasi so ist, würde ich sagen. Es liegt natürlich jetzt relativ hoch, das Schiff, ne? Aber ja, bei dem Auftrieb sollte es eigentlich hinkommen, oder? Ja, das sollte auf jeden Fall funktionieren. Wir müssen dann bloß aufpassen. Hoffentlich schwimmt das Ding. Oh. Ich möchte gleich nicht am Meeresboden landen, Tobi. Ja, aber so tief ist es ja. Oh, es ist ziemlich hoch hier. Wir müssen einfach nach rechts oder nach links fahren dann später, weil wir haben hier ein ziemlich hohes Gewässer. Wie du vielleicht sehen kannst, so, und dann müssen wir halt nur vorne zulaufen. Und ich glaube, sobald wir oben die obere Holzschicht drauf haben, können wir direkt versuchen, ob das Ding dann auch tatsächlich schwimmt. Ich meine, oh Gott, was wäre das für eine Welt, Tobi, in der wir mehrere Leute auf einem großen Boot mitnehmen können? Das wäre genial. Das würde uns so weit voranbringen. Stell dir mal vor, was für Möglichkeiten sich damit eröffnen, Alter. Wir könnten auch Transportschiffe bauen, die wir eben in andere Richtungen schicken. Die weißt eventuell du, damit wir quasi dann noch, ganz ja, viel ja, ja, transportieren klar, klar, klar. Können. Tobi, also Gottes Willen, die Luftschiffe waren hier eine Sache, aber das hier ist noch was komplett Neues. Das ist was komplett anderes. Und diese Möglichkeit zu haben, das ist genial, das ist einfach nur genial. Stell dir mal vor, das funktioniert jetzt gleich. Das wäre genial, das wäre einfach nur genial. Ja, also es wird auf jeden Fall funktionieren, hoffe ich zumindest. Laderaum haben wir hier auch schon mal genügend, oder? Das ist richtig. Ich werde es hier ganz kurz noch, du musst dich gleich um die Treppen kümmern, weil ich weiß noch nicht, wie du das davon haben willst. Ich kümmere mich aber im Moment ganz kurz noch schnell um die Generatoren hier, um die Motoren. Wir haben hier perfekt noch Platz für Kisten. Ja, das stimmt. Nicht nur für Kisten, vor allem auch für Mannschaft und sowas, Tobi. Ich meine, Kisten, Mannschaft, wir könnten Betten hier hinmachen. Man kann mehrere Tage hier eigentlich verbringen, ohne dass man irgendwie zurück muss. Oh Gott, ich sehe gerade schon, wie viele Generatoren du einbaust. Das Ding wird verdammt schnell, oder? Ja, also ich hoffe, es funktioniert auf jeden Fall mit denen, weil da herrscht jetzt dann Überdruck. Aber naja, es wird schon funktionieren. Tobi, bitte. Bitte. Ja. Mach mir keinen Unmut, okay? Mach mir keinen Unmut. Ich vertraue jetzt vertraue ich jetzt gerade dir an und ich hoffe mal, dass das Ding funktioniert. Okay, ja, ich danke, dass ich dein Vertrauen habe, aber du weißt, es ist immer noch was Neues. Aber, ja. Pass auf, Tobi, auf jeden Fall. Lass uns hier, kannst du noch ganz schnell mit mir hier den Boden einziehen, dann könnten wir eigentlich gleich schon versuchen, ob das Ding schwimmt. Ich meine, den Holzboden meinst du? Genau, stell dir einfach mal vor, ja. Mit dem Ding auf offenem Gewässer, das wäre genial. Wir müssen natürlich das hinten noch ein bisschen designen, da kommen ja noch Kanonen drauf und dann könnten wir... Ja, das Design, ich meine... Warte mal, was ist denn, wenn wir eine Art Luftschiff-Schiff designen? Ein Schiff, was sowohl zu Wasser als auch zu Luft fliegt. Folgendes, wir müssen jetzt kurz kontrollieren, ob wir noch irgendwo anliegen. Du weißt es. Guck mal, unten. Aber soweit, ich denke, es sollte eigentlich funktionieren. Oh das, die einzige Sorge ist jetzt noch, dass wir irgendwie mit dem Schiff woanders hinfahren müssen, weil wir hier ziemlich hohes Gewässer haben. Ich nenne das Schiff Esmeralda, okay? Esmeralda, okay. Oh, oh Gott. Fahren wir? Wie? Fährst du schon?
Ich hänge unten fest. Was passiert gerade? Oh, du fährst. Wir fahren tatsächlich. Wir fahren! Wie? Oh, du fährst! Wir fahren, Tobi! Oh mein Gott, stell dir... Wie schnell sind wir? Oh Gott, bremst. Was zum... Oh Gott, oh! Wo bist du? Oh Gott! Das Manövrieren ist nicht gerade einfach. Wir müssen auf jeden Fall einen Hafenkanal hier oder sowas errichten. Oh Gott! Oh Gott, bist du schnell! Sieh dir das an, wie schnell ich Geschwindigkeit aufbaue. Guck mal, du hast hier... Hier ist noch das... Oh Gott! Pass auf! Oh Gott! Oh, ich versuche mal wieder anzulegen. Oh mein Gott, das ist revolutionär, Tobi. Seitlich. Wir bräuchten vielleicht irgendwas, wo wir das Schiff im Wasser festhalten können, dass es nicht wegtreibt. Irgendwas Schweres. Wenn du weißt. Schau dir das an! Schau dir das an, Tobi! Ja. Es funktioniert. Und wie sieht es aus? Wir bräuchten vielleicht noch Leitern. Ja, gut, du hast jetzt hier ein Wasserloch reingerissen, aber... Designtechnisch ist es jetzt nicht so schön, aber ich meine, das war ja nur ein Test. Naja, das kann man auch bessern. Bis morgen kriegen wir das Ding sicherlich noch ausgebaut. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben ein Schlachtschiff gebaut mit einem eisernen Rumpf. Keine Kanonenkugel vermag dieses Ding zu zerstören. Das ist genial. Wir können jetzt auch noch zur See angreifen. Und vielleicht gehen wir die Tage hin und bauen endlich den Amphibien. Das Amphibienfahrzeug, Leute. Stellt euch das vor. Ein Fahrzeug, was zu Luft und zu Land und zu See. Gottes Willen, Tobi, das wäre genial. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da schaut definitiv bei Tobi vorbei. Bitte bedenkt heute, dass es heute keinen Livestream gibt im 19.30, Leute, weil ich heute Abend unterwegs bin. Es tut mir wirklich leid. Dafür gibt es am Samstag oder am Sonntag noch einen. Ich sage euch da noch zu Bescheid. Schaut auf jeden Fall bei lieben Tobi vorbei. In die Tage gehen wir auf jeden Fall hin und werden die Mafia endlich auseinandernehmen, Leute. Das war's von dieser Folge Minecraft Empire. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.